Der Rallye-Club von Deutschland informiert die Zuschauer über den aktuellen Stand der Rallye und weist sie auf sicherheitsgemäßes Verhalten hin. Wer durch die grüne Hölle von Schwarzenborn will, muss verteufelt gut fahren können. Willi Düvel mit seinem allradgetriebenen Mazda 323 kann es. Seinem Co. Klaus Wiecher graust es vor gar nichts. Eine super Leistung bot Steffen Schmidt mit dem kleinen Peugeot 205 GTI bei der Hessen. Platz 6 in der Endabrechnung und Nummer 1 in seiner Klasse. Drei WP-Bestzeiten bei der Rallye Hessen buchte der schwedische Audi Coupé Quattro-Pilot Martin Eriksson. Insgesamt landete er auf Rang 5. Es ist immer wieder bestechend, wie die Nordmänner über Stock und Stein fahren. Fahrer und Fahrzeug bilden eine wirkliche Einheit. Auf Asphalt lässt Jochi Kleint es genauso brennen wie ein paar hundert Meter weiter auf Schotter. Der Mann, der für VW Motorsport die Kastanien aus dem Feuer holen soll, darf sich zur Halbzeit auch noch gute Chancen auf einen der vorderen Plätze in der Gesamtwertung ausrechnen. Im Hessenland erreicht er Rang 4. Zu 5 WP-Bestzeiten trieb Armin Schwarz den von Konrad Schmidt in Nürnberg vorbereiteten Audi an. Mit einem dritten Gesamtrang bei der Hessen zog er sich 8 Bar aus der Affäre. Vor Schwarz rangierten die Schweden Lasse Gundler, Stefan Parmander, die ihren Audi Coupé Quattro sehr behende bewegten. Damit waren die Nordmänner beste Allradler.
Harald Demuth aber gelang das Unglaubliche. Mit 30 Sekunden Vorsprung war er der Erste auf der Zielrampe in Bad Hersfeld und sicherte sich mit großen Sprüngen die Halbzeitmeisterschaft.